Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, wir müssen hier ein bisschen, oh Gott, also so ein bisschen Holz noch gucken. Bisschen mit Holz gucken und auch noch ein bisschen mit diesem Stein, mit diesem Ziegelstein. Und irgendwann sollten wir auch noch das Haus hier fertig bauen, aber das können wir warten. Und das hier möchte ich auch noch ändern, weil das sieht nicht so schön aus. Aber egal, das ist erstmal nicht wichtig. Eigentlich schon, aber egal. Egal. Genau, wir wollten noch Slabs machen von denen. Also ich. ich glaube, wir machen noch einmal mehr. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Von denen mache ich glaube einfach so. Haben wir auf jeden Fall auch genug. Ja gut, ich glaube, das reicht jetzt auch schon. Dann können wir wieder hoch. Ich glaube, das ist ungefähr alles, was wir wollten. Ja. Ich denke. Genau, mit diesem Haus müssen wir gucken, wie wir das Ganze machen. Ja. Wir gehen hier hoch und... Ah, die Tür. Ah, lol, wir hatten hier Treppen. Oh Gott. Ist jetzt natürlich suboptimal. Ah, egal, dann ersetzen wir das jetzt einfach durch Slabs. Das Ding ist, das Praktische bei den Slabs ist, du kannst halt auch in den Kurven, also in den... Ja, in diesen Ecken halt, kannst du halt auch trotzdem Dings bauen. Also wisst ihr, Kurven. Hä? Hochbauen, so, das wollte ich sagen. Weil mit Treppen kannst du ja das nicht so gut. Kennt ihr das Problem? Wenn nicht, ist nicht schlimm. So, geht das hier oder ist es eins zu hoch? So. Okay, dann machen wir das Ganze noch zwei breit. Sieht das Ganze ein bisschen stabiler aus. Keine Ahnung wieso, aber das ist halt einfach so. okay, wir nehmen jetzt hier unsere Steinziegel und machen das hier so ran. Ganz ehrlich, oh nee, das ist jetzt ein bisschen... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir genug haben. Ich weiß auch nicht. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut aussehen wird. Das schon, aber... Ach Mensch. Also von hier oben hat man auf jeden Fall einen guten Überblick, sagen wir es mal so. Auch hier hinten. Da hinten, warte mal. Ich kann kurz die Chunks hochstellen. Dann werdet ihr das sehen. Es wird laggen jetzt dann. Wahrscheinlich ein bisschen. Aber das ist kurzzeitig egal. Hoffentlich lädt es jetzt mal. Seht ihr? Da hinten ist das Fichtenholz-Biom. Dort könnten wir mal Fichtenholz holen. Das wäre halt richtig geil. Ich glaube, wir stellen das Ganze jetzt runter, weil es leckt halt schon ein bisschen. So. So. Gut. Ja, wir bauen hier weiter. Was soll ich da groß sagen? Hallo? Ich kann... Oh mein Gott. Es geht einfach auf den Stein genau auf. Was sind wir für ein Tier? Das ist ja unnormal. So. Genau, und hier oben drauf sollten jetzt eigentlich nochmal Slabs kommen. So als kleine Schießscharten quasi. Ja Leute, ist ja der Turm jetzt schon fertig. Ging schneller als gedacht. Eine Tür haben wir auch immer noch nicht gemacht. Och Mensch. Noch so viel zu tun immer noch. Ja. Dann können wir das hier noch kurz reparieren. Die Frage ist halt. Ich glaube, ich mache das einfach so. Und hier. Bisschen nach hier außen. Ja, das passt. Und auch wenn, ist doch egal. So. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Ganz ehrlich. Okay, dann können wir hier... Das würde ja so ein bisschen eine Open Küche werden quasi. Hier so ein Fernseher, hier so ein Zimmer. Und hier vorne ist einfach das Wohnzimmer. dann hätte ich gesagt, wir könnten ja Fichtenholz. Kennt ihr, das machen wir in der nächsten Folge, weil jetzt ist schon ein bisschen Zeit um. Warte mal, wir machen hier aus denen jetzt mal noch Slabs. Ich glaube aber, das reicht nicht ganz, deswegen nehmen wir noch so ein bisschen mehr. so, das müsste jetzt aber reichen. Brauchen noch so ein bisschen Holz für eine Tür.
Ah, das gibt ja drei, stimmt. Lul. Okay, was wollten wir noch machen? Aus Holz. Ich glaube sonst nicht. Treppen machen wir ja jetzt nicht, haben wir gesagt. Aber wir können kurz schlafen. Was ist? Aber man kann nicht essen im Bett. Das ist schade. Gut, macht man ja auch normalerweise nicht, aber... ist ja egal. Wie laut ist eigentlich das Mausklicken? Warte mal, ich bin mal still. Okay. Minus 36 Dezibel. Ah ja. Hat euch jetzt wahrscheinlich extrem interessiert. Aber ich muss hier kurz gucken. So. Wir haben ja hier jetzt leider kein Schwarzeichen-Sapling mehr. Wait, okay, nee. Haben wir noch Zuckerrohr? Als ob wir kein Zuckerrohr mehr haben. Das gibt's doch nicht. Wir müssen kurz Zuckerrohr holen. Ah, ist das schön hier überall Schnee. Nicht so wie in Real Life. Wobei doch, wir haben Schnee, aber nicht mehr wirklich viel. Digga, das Zuckerrohr wächst ja auch langsamer als weiß nicht was. Kann ich das hier oben eigentlich anpflanzen? Ja. Machen wir mal. Dann, oh. Ja, immerhin vier. Es geht, hä? Können wir eigentlich auch wieder mal abernten. Wobei, wir haben noch genug eigentlich. Aktuell. So. Ah, stimmt. Haben wir vielleicht Papier? Haben wir auch nicht. Scheiße. Das ist jetzt nicht so gut, aber egal. Wir finden da trotzdem eine Lösung. Wir können ein Buch machen. Stabil auf jeden Fall. Ein einziges Buch. Ah, wir haben schon eins. Lol. Und wir brauchen hier auch eine größere Kiste. Oder auch endlich... was? Meine Schwester hat gerade irgendwas gerufen. Ja, keine Ahnung. Was? Aber das ist auch nebensächlich. Haben wir vielleicht noch eine Truhe? Nein. Ach Mensch. So, das kommt alles hier rein mal. Was wollen wir machen? Eine Truhe, stimmt. Das muss ich aber nicht hier machen, sondern beim Crafting. Bekanntlicherweise. So. Wir brauchen noch ein bisschen Holz für eine Double Chest. Ach komm, willst du mich verarschen? In einem Holz. Zack. Zwei Truhen, das passt. Wir haben wieder eine Double Chest. Ich finde das lustig, wenn du so eine hast, ist sie rot und so ist sie grün. Ey, was ist los, Mann? Komplett irrelevant, das wollte ich sagen, aber egal, ist cool. Ja, wir haben schon richtig viele Äpfel. Okay, egal. Wir gehen hoch und bauen jetzt mal die Tür ein und die Steinstufen. Oder die Schießscharten, besser gesagt. Dann könnten wir hier eigentlich Fichtenholz nehmen, oder? Könnten wir das sammeln in der nächsten Folge? Gehen wir in dieses Biom. Gucken wir uns das mal an. Was dort so abgeht. Wir machen das, glaube ich, so. So. Okay. Ja, dann haben wir so einen schönen Aussichtsturm. Ja, also ich glaube, wenn wir dann die Chunks noch erhöhen, würde das da hinten extrem schön aussehen. Tiere sind einfach schon wieder weg. Und hier unten müssen wir auch noch irgendwas bauen, dann keine Ahnung was, aber fällt uns schon noch was ein. Da hinten unsere Villa, die sieht irgendwie so richtig noobhaftig aus. Das ist einfach so ein Klotz. Aber egal, wir haben hier schon einen Weg. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich diese Wege hier ersetzen soll. Aber für das brauchen wir erstmal mehr Zeugs. Mehr Holz, hier der schöne Wasserfall, hier unten die Hobbithöhle. Die Hobbithöhle. What? Geistesblitz. Okay, warte mal kurz. So. Wir machen einfach hier eine Fackel, das reicht. Eine Tür logischerweise, sonst vergessen wir es wieder. Und dann gehen wir mal zu unserer Hobbithöhle. Und gucken mal kurz. Weil ich glaube, die ist ja noch nicht eingerichtet. Nee, nicht mal die Wände, nur der Boden und die Decke. Alles Erde.
Aber da müssten wir eigentlich auch so Ton machen jetzt. Wenn die Wände schon aus Ton sind. Ja. Da müssen wir halt auch noch ein bisschen Ton farben. Aber das ist ja kein Problem. Aber erstmal höhlen wir hier kurz die Höhle aus. Ich glaube auch, das Haus hier wird übelst gemütlich aussehen. Am Schluss, wenn es fertig ist. Weil es sieht schon so eigentlich voll cool aus. Zwar jetzt nicht unbedingt wie eine Hobbit-Höhle, aber einfach cool. ja. Das heißt, wir können ja. hier vorne hat es doch irgendwo auch noch einen Fluss. Irgendwo. Sollte es eigentlich einen Fluss haben. Die Frage ist, wo? Hier. Lol, hier ist einfach Sand. Dann direkt wieder. Sommerfeeling. Hä, war der hier nicht so ein Fluss? Was ist denn hier eigentlich? Einfach ein Loch. Oh, lol. Ah, hier ist. Ah, nee, das ist ein Fluss. So ein Teich halt. Also die Schafe siehst du halt auch kaum. Das ist krass. Ich hoffe, wir finden wieder zurück. Okay, hier ist, glaube ich, der Fluss. Ja, hier unten. Da oben sind Kühe. Hier ist der Zuckerrohr. Oh, geil. Nehmen wir mit. Wow. Da war gerade ein Enderman. Okay, hat hier noch Clay? Also, ist das? Ist das Ton? Ja, das ist Ton. Lol. Oh, was? Ah, hier. Ah, stimmt, wir waren hier schon mal. Ich erinnere mich. Boah, geht das lange. So, hoch, hoch, hoch. Oh, eine Dings. Eine Blase hatten wir noch. So. Und rein da. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Ich meine, ein riesiges Aquarium wäre eigentlich auch cool. So, jetzt wo es ja auch Fische gibt und alles. Ach komm. Das wäre eigentlich auch wirklich mal noch irgendwas, was man machen könnte. Sowieso, ich wollte auch noch sowas wie eine U-Bahn bauen. Also wisst ihr, wo man dann so in den Minecart steigen kann und dann halt fahren kann. Oder dass man halt auch machen könnte, so ein, so dass man sozusagen durch verschiedene Themen fährt, dann mit dieser Bahn. Eigentlich auch ganz cool. So dass man unterschiedlich verschiedene Räume hat, dann zum Beispiel auch einen mit einem Aquarium eben. So. Meermäßig. Guck hier. Die sind wirklich nicht weit weg. Okay, wir gehen mal zurück. Die Schlucht haben wir ja zugebaut. Da fallen wir bestimmt nicht nochmal rein, hoffe ich. Brauchen wir eigentlich noch Leder? Die Zuckerrohr, ne? Ja, geil. Kann man auch gebrauchen. Hat er jetzt nicht gesehen, das wird er nicht merken. Autsch. Oh, da war ein Lachs. Habt ihr das gesehen? Sind richtig in Alaska gerade. Und stimmt hier. Ah, ne, warte, das war noch hier hinten. Dieser Baum müssen wir auch noch fertig bauen. Also. Ja, also. Doch, dieses Baumhaus. dieses Baumhaus daneben. Ja, egal. Können wir in den nächsten Folgen noch machen. Das war's mit dieser Folge Minecraft. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh,
see.